Willkommen zu einer neuen Folge Pulp Games auf Kult Games. Wir spielen Murphys Gesetz. Der Typ, ey. Seien Sie fies und verwandeln Sie den Arbeitstag unseres fleißigen Architekten in eine Katastrophe, indem Sie Gegenstände miteinander benutzen. Klicken Sie zum Beispiel auf den Druckertoner und kippen Sie ins Kaffeepulver. Am Ende jeder Partie bekommen Sie einen Tipp, was Sie beim nächsten Mal noch besser machen können. Ziel ist es, den Mitarbeiter auf 180 zu bringen. Wir kennen noch die erste Folge Murphys Gesetz, an dem wir ihm den schönen Morgen versüßt haben. Weiter geht's jetzt mit der zweiten Folge, Der Tag im Büro. Ich kenne es noch ein bisschen von früher und schau mal, wie weit ich komme. Der Typ, ey. Ging das nochmal irgendwas? Kaffee schütten. Ah, schon verpennt. Ja. Ich glaube, ich habe schon einige Sachen verpasst, die ich schon wieder nicht mehr weiß. Nur, dass man hier den Vogel irgendwie reinfliegen lassen kann. Ja, Mist, ey, da habe ich auch schon die Hälfte verpasst. Scheiße. Gerade die hätte man auch in den Reiswolf werfen können. Genau, hier ist der Kleber. Ich habe bisher noch kein einziges... keine einzige Panne hingekriegt. Aber vielleicht ist auch gut, wenn man sich erstmal anschaut, was der alles so macht, was da alles schief gehen kann. Klapp. Super, das war gar nichts. Scheiße. Okay, nochmal von vorne. Warte, hier mit der Maus kann man noch irgendwas machen. Aber erstmal das Tonerpulver in den Kaffee. Und hier das Gift in die... Ah ja, genau. Und die Pflanze eingehen. Glühbirne raus. Jetzt habe ich es. Ah, genau. Das war das mit dem Reiswolf. Auch sehr gut. Warum kommt der scheiß Vogel hier nicht reingeflogen? Schade, er regt sich gar nicht auf. Nein! Den Stuhl, Mist, er steigt gar nicht auf den Stuhl. Weil die Akte, die er braucht, da schon steht. Woanders hinstellen. Noch Säge und Hammer, aber die kann ich, glaube ich, nicht benutzen. Wieder das Kabel rausgezogen. Super Projekt vom Architekten, Wahnsinn. Am Schluss scheißen dann noch auch die Tauben irgendwie noch auf ihn. Also das geht auf jeden Fall besser. Da rein. Wo habe ich jetzt das Taubenfutter hingetan? Egal, mit dem Kleber noch hier das Messer festkleben. Das ist auch eine gute Geschichte. Was noch? Ah. Brutal. Egal. Jetzt mal einen tiefen Schluck aus dem Glas.
geht schon säuerlich ans Telefon. Oh. Ah, Chef, Sie sind das. Zum Malheur. Oh Mist. Muss ich den erst beim zweiten Mal anschalten? Okay. Die Akte weg, den Stuhl angeknackst. Dann legt er sich hoffentlich schön auf die Fresse. Ah, da lasst er. Jetzt hat schon ein bisschen mehr geklappt. Ah, die kann man da oben hinstellen. Wie geil. Zu spät wahrscheinlich. Servus, Chef. Na gut, ein bisschen geärgert hat er sich schon. Es steht. So sollte man keine Pflanzen putzen. Ja, weiß ich doch. Also, Lampe raus. Kabel rein. Das in den Kaffee. Was noch? Das Wasser auch vergammelt. Vergiftet. Kaffeekanne. Oben drauf. Man müsste doch noch irgendwas festkleben können. Wie geil. Oh Mann, ist das lustig, ey, so ein Scheiß. So, jetzt lassen wir ihn erst schön den Kopf reinstecken. Dann an. Ja, geil. Jetzt kommt noch die Taube. Ja. Löschen, sauber. Guter Mann. Nu weg. Oh, schade, gelöscht. Tja, machst du nix. Kann halt auch mal schlecht laufen. Scheiße, ey. Hast du ein Pech. Du armer Tropf. Oh, Mist. Da muss man die Kaffeekannen irgendwie noch umkippen oder was? Oder was muss man damit machen? Zu spät. Das Kabel rausziehen und das entflammbare Zeug noch drüber schütten. Okay, langsam setzt es sich zusammen. Noch eine Runde. Kleben. Das Wasser. Vergiften. Klappe weg. Kaffeekanne oben drauf. Okay, das läuft erstmal. Aua! Oh, das tut weh. Es ist so brutal, das Spiel. Ich hoffe, es ist nicht für Kinder. Na klar, jeder kann das Spiel ganz öffnen. Jetzt noch das Telefon. Lulu. Nix. Ich hab nix. Was soll sein? Und angeschaut. Das ist so fies, ey. Das ist so unglaublich fies. Ich fühle mich schon richtig schlecht. Aber es macht auch Spaß. Los, Taube. Jawohl. Auf dies einfach Verlass. Gelöscht.
ist so scheiße. Scheißprojekt. Mit der Kaffeekanne. Das gibt's doch nicht. Na, Kabel und drüber geschüttet. Hoffentlich, ja. Müsste geklappt haben. Bitte. Hä? Ah. Geht schön in Flammen auf, sauber. Okay. Was fehlt jetzt noch? Was fehlt jetzt noch? Gib ihm alles. 161 Punkte. Es muss irgendwas mit der Kaffeekanne sein. Ich hab keine Ahnung, was es ist mit der Kaffeekanne. Ich probier's noch einmal. Ich probier's noch einmal. Birne raus. Toner, Flüssigkeit in den Kaffee. Gift in die Sprühflasche. Vogelfutter schon mal verteilen. Messer festkleben. Wasserglas auch vergiften. Und wieder zu. Wie es qualmt aus den Haaren. Kann man irgendwo... Dots. Ja, Pech, so ist das, ne? Haben wir jetzt hier alles gehabt? Ich hoffe doch. Ich denke schon. Bitte weg. Stuhl. Filzschreibe. Irgendwas noch anzuklicken. Damit ich die Kaffeekanne da runterhauen kann. Irgendwas. Wo gibt's noch etwas anzuklicken? Ich finde es nicht. Mist. Keine Ahnung. Boah, knapp, ey. Das ist echt so. Bis man das mal schafft. Das sieht sehr gut aus, erstmal das Projekt. Ja, schade. Ich krieg jetzt mehr nicht hin. Wenn ihr noch was wisst, schreibt's unten in die Kommentare. 161 Punkte, das soll auch erstmal jemand schlagen. Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt egal. Sonst wird's zu lang. Lassen wir's dabei. 161 Punkte. Das ist eine Menge. Und wir sehen uns bei dem nächsten Pulp Game wieder. Tschüss.